Wieder Jean-Pierre Vigier und das 0:1 durch Martin Plüss. So, da kommt Vigier an die Scheibe, schaut und sieht den aufgerückten Martin Plüss. Ein super Pass. Und da sieht Tobias Stefan nicht allzu gut aus. Kolnik, diesmal kommt der Querpass nicht an. Gobi, Toms. Kolnik. Gang von Roach, Ausgleich! 1:1 durch Juraj Kolnik. Dieser Pass schien nicht anzukommen, aber Roach brachte die Scheibe nicht unter Kontrolle aus der Luft und Kolnik Backhand kann er Bührer bezwingen. Abgelenkt noch von Travis Roach. Und wer ist das da zuvorderst? Josi und Gamasch. 2:1. Roman Josi. Es ist nicht zu glauben. Dieser Mann ist ein Phänomen. Schauen Sie sich diesen Pass an. Gamasch lässt liegen für Josi und der mit dem perfekten Päschen wieder zurück zu Simon Gamasch. 2:1 Bern. Gamasch, aber dieser Angriff gedeiht nicht allzu weit. Deruns. Schöner Pass für Salmelainen, aber geblockt von Gerber. Die Genfer bleiben dran. Und jetzt ist die Scheibe drin. Thomas Deruns. Pass von Martin Höhner. 37. Minute. Le Vernet in Hochstimmung. Eine holpernde Scheibe. Natürlich schwierig zu kontrollieren, aber die Scheibe findet den Weg durch die Beine von drei Spielern. Und dann war das Tor offen für Thomas Deruns. Den besten Playoff-Scorer. Dann Roach. Oh, was macht denn da Breitbach? Travis Roach! Tor! Das gibt's ja gar nicht! Ha. Ausgerechnet Travis Roach bringt Bern wieder in Führung. Und Roach fährt natürlich in Stefan hinein, das ist klar ersichtlich. Stefan kann sich da nicht mehr wehren. Deshalb dürfte der Treffer eigentlich nicht zählen. Und was sagt Brent Driver? Er sagt, vorher ist gar nichts. Rochette sagt, kein Tor. Suri, Mercier, Rubin. Und, nein, nein, das gibt's nicht! Ich werde wahnsinnig! Thomas Deruns, meine Herren! Das habe ich in der Schweiz noch nie gesehen! Unglaublich! Absolut unglaublich! Das Tor des Jahres! Oder des Jahrzehnts. Schauen Sie sich das an. Mario Rotaris, der weiß, wie das geht. Der hat uns das schon einmal gezeigt in einem Training. Und der kann dazu dann sicher mehr sagen nach dem Spiel. Aber das in einem Spiel und nicht im Training zu zeigen, das ist frech. Und er wird auch gegeben. Also 3:2 Genf. Das Tor des Jahrzehnts zählt. Hauptgeschehen jetzt in der Defensivzone von Servette. Bern drückt. Roach. Immer noch Travis Roach. Immer noch Roach. Tor! Ausgleich! 3:3!
Matt McLean auf Vorarbeit von Travis Roach. Es spricht für die Qualität dieses Teams. SCB. Wie die zurückgekommen sind nach dem 3:2, das beeindruckt. Es sieht schwer nach einer Verlängerung aus hier. Eine Aktion geht noch. Rüdemann Dübe. Christian Dübe. Da war noch ein Genfer Stopp dazwischen. Dübes Pass für Rüdemann. Rüdemann Roach. Das gibt's ja nicht. Travis Roach mit dem Matchpack. 8 Sekunden. Den Torhüter hat er ausgetanzt. Aber nicht Marek Malik. Larry Urez hat sein Timeout genommen und die hier, die Genfer Fans, atmen ganz tief durch. Draxler brachte die Scheibe aufs Tor und natürlich ist man versucht zu sagen, Travis Roach mit dem fast schon entscheidenden Ablenker ins eigene Tor. Zum Glück für die Berner übers Tor. Achtung, Neunschwander in der Mitte, Rüdemann, Tor! Bern gewinnt! Der Fehler von Malik, und ich hab's gesagt, jeder Fehler kann entscheidend sein. Der hier war's. Maliks Fehler ermöglichte den Flügellauf von Karel Neunschwander. Und in der Mitte war Ivo Rüdemann völlig frei.